Nächste Meldung. Oh, warte mal kurz, Timo. Nicht auf die Zeitung halten. Ich muss noch Zensur ausüben. Ja. Ich bin so eine Art Wächterrat. Ich muss Zensur ausüben. Wegen. Oh, hier oben. Die Dinger sind so schief, Alter, dass ich einen eckigen Bikini malen musste, ja. Guck mal, sie hier, Alter. Busen-OP in polnischer Klinik total verfuscht, ja. Rissen die Narben von Ginny S. auf, entzündeten sich. Jetzt hier. Guck mal, hier unten das Foto. Alter. Ja, die Pfeifen sehen auch richtig schief aus. Mediziner warnen vor Billig-OP. Ja, ist ja ganz klar, Alter. Wenn ich Mediziner wäre und teuer OP anbiete, warne ich natürlich vor Billig-OP, ja. Das ist normal, Standard. Hier. Guck mal hier. Daniela Katzenberger. Ja, das ist die, die wollte Playboy-Model werden oder was. Aber wollte sie keine haben, ja. In meinen Körper steckt mehr Geld als auf mein Konto, Alter. In meinen Kühlschrank steckt auch mehr Geld als auf mein Konto, ja. Und die ganzen Fluppen und alles. Was soll das, ja? Hier steht der ganze Preis. Brüste 5000 Euro. Bam, bam, bam. Aber sie hat Marbella-Brüste gemacht und nicht polnische Brüste. Deswegen hat sie ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Aber ich sage mal so, lieber in mein Konto, in, was sie sagt, in meinem Körper steckt mehr Geld als auf mein Konto, als hier, Nina Hagen. Die hatte seit 5 Jahren keinen Mann, Alter. Das heißt, da hat seit 5 Jahren überhaupt nichts drin gesteckt, Alter. Ist natürlich eine andere Problematik. Clemo, würdest du dich bereit erklären, für Nina Hagen die zu opfern? Auch nicht ein bisschen Alkohol? Warum nicht? Guck mal, sie ist doch Figur, ist okay. Warum nicht? Dann sag mal an, warum nicht? Warum halt? Mann, Sex! Naja. Weißt du, wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert, Clemo. Da musst du mal drüber nachdenken, Alter, wenn du in deinem leeren Portemonnaie fest. Ja? So sieht nämlich aus. So, jetzt kommen wir wieder zum Video. Vielen Dank für die schönen Videovorschläge, ja? Ihr kriegt Videos bei Facebook von euch, ihr kriegt Videos bei Twitter, ihr kriegt Videos bei YouTube. Bei YouTube habe ich leider 1000 Mail in meinem Mail-Eingangfach. Wenn ich Urlaub habe, werde ich diesen Sommer irgendwann mal Urlaub nehmen, werde ich die alle durchlesen, ja. Aber ich komme momentan nicht hinterher, Alter. Ich muss ja auch noch mein saures Brot verdienen nebenbei, ja. Also, kommen wir ins erste Video, Alter. Und zwar hier richtig geil. Ist ein Gig von so einer Hochzeitsband oder so, ja. Aber ihr müsst euch ankicken. Der Drummer, Alter. Der Drummer denkt, er spielt bei Slayer, Metallica, sonst was vor 20.000 Leuten, Alter. So, das habt ihr nicht gesehen. Pass auf. Ich guck mal ein bisschen vor. Pass auf, der Drummer hier. Das ist noch ja nichts, Clemo. Pass auf. Ich spiel mal ein bisschen vor, das wird immer besser. Pass auf. Mach noch ein Stück. Ich weiß nicht, wann er mal pass auf zum Schluss, Alter. Pass auf. Jetzt mein Globe, der hat von der Bowle getrunken, wo Pilze drin waren. Alter, ja, der flippt völlig aus. Richtig geil, vielen Dank für das Video. Nächstes Video, kleiner Tipp. Hier, betrunken in der Badewanne, Alter. Arschbombe, ja? Schöne Sache, kann man machen. Arschbombe? Pass auf, jetzt. Flachkörper, ja? Pass auf. Vielen Dank auch für dieses Video, ja? Schöne Sache, Alter. Flachkörper kann man auch mal machen, ja? Jetzt kommen wir wieder. Ich hatte das lange nicht mehr drin gehabt, ja? Ihr wisst ja, ich kann keine richtige Porno oder so, kann ich nicht zeigen, weil YouTube macht Zensur, ja? Aber ich zeige euch Romantik aus dem Tierreich, ja? Hier ist ein Affe. Der hat einen Frosch in der Hand. Hier ist der Frosch. Ja, wie gesagt, Alter, wa? Ein Frosch ist keine Katze, Alter. Und der Affe fickt alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, Alter. Das Problem für den Frosch, ja. Und jetzt noch schön von der WM, ja. Was ich auch richtig geil fand. Delling und Netzer, ja. Ich weiß nicht, ob die Oma vielleicht hier
ihn durchziehen, ja? Vuvuzela rückwärts sozusagen. Ja? Pass mal auf, wie die sich bepissen, Alter. Die labern über Vuvuzela. Lotzen hat gesagt, also voll im Ernst, er war nicht amused, muss man sagen. Der hat gesagt, das stört richtig die Konzentration. Wir reden über Vuvuzela, die Trompeten. Ich kann so gut verstehen, die Spiele. Das ist man natürlich nicht gewohnt und es lenkt auch ab. Ich finde es auch nicht besonders toll, weil es gibt ja keine Höhen und Tiefen. Diese Begeisterung, die wir kennen, die Zuschauer, die Fußball leben, die erleiden Fußball, Tragödie, Drama, Freude, alles. So, jetzt kann er sich gleich nicht mehr zusammenreißen, er verstellt sich. Sekunde zu Sekunde ändert sich das. Hier ändert sich gar nichts. Es ist einfach alles gleich. Sie träumten dieses fürchterliche Zeugs. Also, für mich ist das ein Rauschzustand durch und durch, muss man sagen. Man sieht auch die Mexikaner auch in den Rauschen. Was will man sagen, Alter? In Ghana, die haben auch you like good port in Ghana? Fantastisch, ja? Den Nizza und der Berlin, fantastische Sache. So, das war mein Wochenrückblick für diese Woche. Nicht vergessen, wenn ihr an diesem Wochenende, ich glaube 19. Samstag, ja, morgen, wenn ihr in Berlin seid, Alter, wenn ihr in Berlin wohnt, Alter, wenn ihr irgendwie nach Berlin kommen könnt, kommt nach Berlin, Alter, und zwar Friedrichshain Raumklang, ja, heißt der Laden, Raumklang in Friedrichshain, da ist Disrespect Party, Liquid Walker, Hightower, Le First, ja, Soundsystem hier von Hammer und Zirkel, ja, DJs am Start. Ich bin auch am Start, Alter. Ja, ich lese unter anderem wieder aus meiner Biografie vor. Keine Ahnung, vielleicht mache ich noch einen kleinen Song mit der Gitarre, falls Gitarre da ist oder so. Das wird auf jeden Fall richtig Abriss. Morgen kostet 4 Euro ein Eintritt. Sehr schöne Sache. Ich sage mal, dabei sein, Alter. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder beim Wochenrückblick. Cameraman müsste wieder da sein. Clemo ist dann auch wieder im Bild, genau wie ihr. Und ich bin raus. Tschüssikowski, haut rein. Wirklich? Hat echt gesagt? Klimo hat mir gerade darauf hingewiesen, dass ich weiß überhaupt nicht, woran das liegt, ja. Vielleicht daran, dass ich heute mit Klimo getauscht habe. Heute habe ich die große Flasche, eher die kleine, ja. Habt ihr letzte Woche vielleicht gesehen. Ich habe gesagt, Disrespect Music, District Music heißt es. Weil die Party heißt nämlich Support Your District, Alter, ja. Also nicht Disrespect Music, sondern District Music. Obwohl Disrespect stimmt auch, weil Disrespect gegen den anderen, die scheiße Musik machen, ist auch Disrespect natürlich richtig. Ja, von daher, diesen Samstag, 19.06. Bis nächste Woche, Alter. Tschüss. Jetzt trinke ich. Verzeihung. Clemo ist mein, du bist mein Großhirn heute sozusagen. Ja, ich bin ein bisschen verpeilt, aber ich bin Peiler, Alter. Darum darf ich auch verpeilt sein. Weil ganz vergessen, mein Kumpel von MySpace, MD, der mir auch schon andere richtig geilen Bildschirmschirme geschickt hat, hat mir Graffiti-Wallpaper-Bildschirme gemacht. Guck mal hier, Alter. Peiler, man, richtig geil, Alter, ja. Fink richtig geil mit den Farben, Alter, auch die Schrift und so. Ich kann leider nicht Graffiti, sonst würde ich auch Graffiti machen, aber Fink richtig geil. Vielen Dank dafür, MD, Alter, und auch ihr, wenn ihr Videos habt, wenn ihr Bilder habt, wenn ihr zu viel Geld habt, Alter, schickt mir einfach, ja, richtig geil. Vielen Dank, bis nächste Woche, Tschüssikowski. Ich hoffe, jetzt halt nicht noch was vergessen, Clemo, du bist mir heute zu schlau, Alter, die fällt mir nicht. Du kriegst jetzt gleich 3 Strafbier, Alter, durch die Vuvuzela auf Ex. Haut rein, ey, hat keinen Sinn.